Extreme hat es schon immer gegeben. Das heißt, ein warmer Sommer beispielsweise oder ein kalter Winter alleine macht auf alle Fälle noch überhaupt nichts aus. Es ist vollkommen normal. Im langjährigen Mittel hat man eben diesen Durchschnittswert und man liegt eben mal drüber und mal liegt man ganz einfach drunter. Aber was wir feststellen ist, dass die Extreme immer häufiger werden, immer weiter zunehmen. Und es liegt damit oder hängt damit zusammen, dass die Wetterlagen aktuell und in den vergangenen Jahren immer häufiger stabil geblieben sind. Das heißt, Hochdruckwetterlagen beispielsweise haben sich viel, viel länger gehalten bzw. halten sich länger, dadurch mehr Hochdruckgebiete, die Trockenheit bringen oder eben auch Wärme, Hitze im Sommer. Und gleichzeitig, wenn wir es mal mit einer Unwetterlage haben, also Tiefs beispielsweise auch bei uns über Mitteleuropa, dann bleiben die auch für längere Zeit und dementsprechend gibt es dann sehr, sehr viele Unwetter und dementsprechend empfindet man das als relativ extrem.